Hallo Leute, hier ist wieder McFisto 2051 und herzlich willkommen zu unserem fünften Teil von Let's Play Gnomoria. Ich möchte am Anfang direkt erstmal ein bisschen auf die Jobs eingehen, die ich noch nicht groß modifiziert habe und wenn, mir etwas planlos, deswegen habe ich mich mal noch genauer darüber informiert. Und zwar beginnen wir direkt bei dem Miner. Der soll natürlich zuerst minen und dann irgendwas bauen, das hatte ich ihm ja schon mal zugewiesen. Deswegen kommt das einfach auf die zweite Stelle und als letztes Gegenstände umhertragen. So ist es richtig. Dann gehen wir mal zum Farmer. Der soll natürlich ganz oben zuerst farmen. Und als nächst Wichtigeres hätte ich gern Grooves. Das sind kleine Wäldchen, die wir später noch brauchen werden. Dazu müsste ich mal gucken, wo das hier überhaupt drin ist. Das müsste eigentlich automatisch funktionieren. Und dann gehen wir über zum Rancher. Der soll natürlich sich zuerst um die Tiere kümmern. Hier, Pasture. Und ansonsten habe ich vor, ihn später noch als zusätzlichen Doktor zu benutzen. Deswegen würde er natürlich noch Doktorberuf kriegen und dann die Leute versorgen und verbinden. Also mit Nahrung versorgen, wenn sie im Krankenhaus liegen, wenn wir erstmal eins haben und sie dann nachher verbinden. Gehen wir zum Holzfäller über. Marvin, Holzfäller. Bei dem hatten wir ja das Problem, dass er irgendwie die ganze Zeit auf der Farm gearbeitet hat, statt Bäume zu fällen. Deswegen habe ich nochmal nachgeschaut, da muss Agriculture ganz nach oben. Auch wenn hier unter Agriculture nicht Baumfällen drinsteht, wird damit dann automatisch erstmal Bäume gefällt. Etwas verwirrend, das muss man erstmal rausfinden. Ansonsten soll er sich natürlich auch um Wäldchen kümmern und wenn es dort nichts zu tun gibt, dann bitte erst auf die Farm arbeiten und am Schluss natürlich Gegenstände umher transportieren. Und last but not least, der Carpenter, der ja praktisch das gleiche machen soll. Bei dem steht halt nur der Workshop oben drüber. Dann kommt die Agriculture. Und dann die Farm. Ich habe noch Groove vergessen. So. Gut. Damit hätten wir unsere Standardberufe, die wir benutzen, abgeschlossen. Und theoretisch müsste jetzt auch unser Holzfäller gleich loslaufen. Und das würde ich sagen, testen wir dann doch mal, ob das funktioniert. Wir haben hier noch den Holzfäller. Der erntet noch seinen Bereich fertig ab. Und er geht Holz fällen. Wunderbar. Man muss es erstmal rausfinden oder wissen. Es ist nicht ganz logisch erschließbar. Ansonsten habe ich nochmal nachgeguckt. Der einfachste Weg, so eine Knochennadel zu bekommen, wäre tatsächlich über das Schlachten eines Yaks. Das machen wir natürlich über den Knochenschnitzer. Aber was wir noch dafür brauchen, ist ein zusätzlicher Workshop. Und zwar Essen, ein Schlachthaus. Stonemason haben wir. Werkbank, wunderbar. Wie gesagt, den lasse ich noch bauen und danach setze ich die auch mal noch um. Das wollte ich ja letztes Mal schon machen. Wir sehen jetzt, wir haben hier Erdbeeren und Erdbeersamen liegen. Sehr schön. Hier wird also fleißig gearbeitet. Hinten wird noch an der Mauer gearbeitet. Wie das klingt. Die würde ich sagen, ziehe ich mal bis hier rüber und danach baue ich sie auch schon wieder in diese Richtung, damit die sich hier treffen. Dafür könnte man hier mal noch ein bisschen fällen. Bäume fällen. Sehr schön. Und auch hier rüber. Wo muss ich denn hin? Da hinten. So. Ich hoffe, das sind jetzt keine Pflanzen, die ich irgendwie abernten muss. Sieht nicht so aus. Dann bauen wir mal da oben auch noch zusätzlich Mauer. Aus Dreck mal wieder. Und so.
Hätte ich mal wieder eine Rampe, die ich gerne entfernen würde. Weg damit. Lieber ein paar Rampen zu viel weg, als ein paar zu wenig. Oh, hier, die sähe auch nicht so gut aus. Dann warten wir mal, bis das hier gebaut wurde. Gucken wir, ob der Auftrag hier bereits besteht. Ja, ein Tisch und zwei Kisten. Die Kisten sind wahrscheinlich noch vom letzten Mal. Eine für hier und eine für da drüben. Sehr gut. Das heißt aber, wir können jetzt wesentlich mehr Baumstämme hier drin lagern, auch wenn noch keine hier reingebracht wurden, aber alle Gnome sind fleißig am Arbeiten. Und da wir keinen haben, der von Beruf Transporteur ist, obwohl man das vielleicht auch noch irgendwann einführen sollte, wenn wir mehr Gnome haben, ist das in Ordnung, dass momentan nichts transportiert wird. Auf jeden Fall ist der Holzfäller am Holzfällen. Das macht Kara sehr gut. Hier haben wir dann die Bauarbeiter und die Mina-Gnome. Uns fleißig helfen, unsere Mauer zu bauen. Also wie gesagt, die Mauer ist erstmal nur provisorisch, aber sehr hilfreich, weil man durch nichts angegriffen werden kann, wie Mentis, also Gottesanbeterin, oder durch irgendwelche Tiere, die mal kommen möchten oder mögen. Die können uns auch nicht in die Quere kommen. Und die Orks können auch nur alle Nase lang, wenn sie dann einen zweiten Angriff starten, überhaupt ins Königreich eindringen, wenn sie ihren Tunnelbauer dabei haben. Ansonsten sind wir sicher. Besonders gegen die Mentis, also die Gottesanbeterin, ist das wichtig, weil die sind unglaublich stark. Und auch als ich das Spiel schon mal einige Jahre gespielt hatte, in Gamezeit natürlich, ich habe die einfach nicht besiegen können. Die kommen dann immer mit Massen von Angreifern und ich habe noch nicht mal eine tot bekommen von 5. Trotz 5 kampferprobter Kampfgnome. Na gut, jetzt wo die Pflanzen hier fleißig wachsen, haben unsere Farmer natürlich jede Menge zu tun. Würden natürlich Unterstützung erhalten, wenn andere Gnome nichts anderes zu tun hätten. Würde, wäre, wollte, wenn. Aber dem ist ja nicht so. Gut, ich würde sagen, ich gebe einfach mal Gas, sonst wird das hier gar nichts mehr. Dann lassen wir da hinten noch das Schlachthaus machen und dann setze ich mal hier auch noch die Werkbänke um. Da muss ich natürlich wieder aufpassen, dass die Mauern bauen, das erst danach priorisieren würden. Obwohl ich gerade keinen mehr sehe, der Mauern... Ah, da oben sind noch ein paar Mauern. Sonst hätte ich keinen gesehen, der Mauern baut. Ah, hier wächst das Gras. Hier wächst endlich Gras über die Sache. Aha. Gucken wir mal. Ich müsste theoretisch Fackeln setzen können. 8 Stück habe ich ja schon mal provisorisch gebaut. Die setze ich einfach mal hier draußen hin. Wenn es dann irgendwann dunkel wird, sollte wenigstens hier erleuchtet sein. Nicht, dass das was macht. Ich glaube, Monster können hier keine spawnen. Das geht, glaube ich, nur unterirdisch, aber es sieht trotzdem ein bisschen wohnlicher aus. Finde ich jedenfalls. Man kann auch über den Rest der Karte dann einfach Fackeln verteilen, wenn man irgendwann nochmal sich aus der Mauer rausbewegt. Und dann hat man immer eine Übersicht, wo sich was bewegt, wenn man trotz Fackel, dank Fackel dann alles aufgedeckt bekommt. Oh, der Mavier ist auf dem Boden umgekippt und eingeschlafen. Paula Mavier, schäm dich. Kleiner Scherz. Hat wahrscheinlich hart gearbeitet und war deswegen müde. Aber wir haben ja jetzt mehr Stroh. Das heißt, bis wir bessere Betten haben... wo haben wir es denn? Möbel, Bett, pro Bett. Lasse ich uns mal noch mal ein paar weitere Strohbetten herstellen. Ich denke, mehr als 8 Gnome gleichzeitig werden wohl nicht schlafen, aber klar, 3 Betten sind etwas wenig.
Wir haben jede Menge Stroh, naja, 5 von 16, 16 von 16, ja, also wir haben schon mal wieder etwas mehr an Stroh. Und ich denke, auf jedem Strohbett wird ein Gnom garantiert besser schlafen wie auf dem Feld. Wie uns Lucky, die Farmerin, das gerade vormacht. Ich warte übrigens noch auf weitere Namensvorschläge. Ich habe schon lange keine mehr gehört. Wo geht der denn hin? Ach, da oben war noch ein Baumstamm. Ja, dann geht er den natürlich holen. Haha. Also die Wege dank Mauern sind teilweise etwas ätzend. Man könnte vielleicht mal nochmal die Mauer kurzzeitig öffnen. Also hier passen mal erstmal noch 50 Stämme dank Truhen rein. Und gut, da hinten werden sie die Stämme auch holen gehen. Also die Wege sind lang und die bleiben es auch. Bin nur froh, dass die Äpfel hier draußen erstmal nicht geschnappt werden. Geschnappt. Außerdem ist ja das Gegenstand transportieren auch gut, dass die Gnome irgendwann ein bisschen schneller werden. Holla, da haben wir einen, der rast wie sonst was. Da gucken wir doch gerade mal, wer das ist. Das ist Didymus, der Bilder. Der wird wahrscheinlich ganz großen Skill in Leichtfüßigkeit haben oder wie es in-game heißt, Nimbleness. Na, 102 geht noch. Aber im Vergleich zu anderen Gnomen ist er wesentlich schneller. Gucken wir doch einfach mal, was Lucky für einen Wert hat. 114, der müsste eigentlich noch schneller sein. Aber gut, ich hatte ja, glaube ich, schon erwähnt, dass Farming damit zusammenhängt, dass die Gnome noch leichtfüßiger werden und dementsprechend schneller zu Fuß unterwegs sind. Oh, die Farm scheint schon mehrfach belegt zu sein und wieder frisch gewachsen. Ich glaube, ich sollte das Feld einfach mal schon kleiner machen, wenn die hier fertig sind. Ich glaube, so viel Baumwolle brauche ich gar nicht. Muss man schauen. Zum Herstellen von Garn und so Co. braucht man nicht so viel, aber ich glaube, später für Bandagen wird jede Menge benötigt. Ist nichts drin. Komisch. Sägemühle. Ah, jetzt, nachdem ich Kisten habe, bin ich so fies und sage, ich hätte gerne 20 auf Vorrat. Aber unser Carpenter schläft leider. Tut mir leid, Tulama. Aber dein Gnom ist heute faul. Gut, Erdbeeren habe ich inzwischen auch schon jede Menge. Also an Hunger leiden tue ich nicht. Aha, 400 Nahrung, aber nur 43 Getränke. Wäre schön, wenn die Werkbank. Ah, die ist schon fertig. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Dann kann ich jetzt das hier ja mal abreißen. Die beiden. Und sobald das erledigt ist, baue ich sie halt neu auf, inklusive Vor- und Nachlagerstätte wie hier. Neuer Workshop. Stein. Also erst derjenige, der unseren Stein in Blöcke schneidet. Und dann natürlich. Wo haben wir ihn denn? Werkstatt. Der auch etwas aus dem Stein ordentliches herstellt. So, eins, zwei. Und dann natürlich wieder zwei Stockpiles. Hier noch unzugewiesen und dort noch unzugewiesen. Ah, ich kann mal gucken. Wir hatten ja wenigstens die Lumen, was hatte ich gesagt? Spindel fertig. Spinnrad oder sowas in der Art ist es. Genau, und er braucht Plant Fiber. Pflanzenfaser. Das heißt, das ist das Fiberlager. Jetzt müssen wir aufpassen. Wo haben wir es? Hier.
dann müssten theoretisch dort auch 6 Fiber gelagert werden. Sehr schön. Das klappt. Hier hätte ich gerne rohe Steine, die der weiterverarbeitet hier an der Werkbank, und aus denen sollen natürlich, wo haben wir es, Steinblöcke gemacht werden. Die werden dann hier gelagert und alles, was anderes aus Stein hergestellt wird, kommt dann da hinten hin. So, auch ein 12er. Alles aus Stein. Natürlich keine rohen Steine und keine Steinblöcke. Ja, sollte funktionieren. Wunderbar. Warten wir mal, ob hier Pflanzenfasern hingebracht werden. Und wenn das funktioniert, kommen die natürlich dann darüber. Was ist jetzt? Raw Stone hatten wir gesagt. Mit einer hohen Priorität. Und das dann natürlich Steinblöcke mit einer hohen Priorität. Die rohen Steine sozusagen, die unverarbeiteten, habe ich extra nicht auf Priorität 1 gesetzt. Wenn man später anfängt, mit den Minern unterirdisch viel abzuernten, kann man noch kleine Tricks nutzen, um die Laufwege zu verkürzen. Da werde ich irgendwann später mal drauf zurückkommen, aber... Deswegen lasse ich Priorität 1 mal noch frei. Gut. Faule Gnome haben wir keine. Ansonsten haben wir Arbeitende oder Schlafende. Wieder die falsche Richtung. Oh je, ist der langsam. Mavia, du bist fußlahm. Nimbleness 91. Ich meine, wenn wir den vergleichen mit Didymus, der nur 102 hat, aber schon wesentlich schneller ist, man merkt's. So, hier bei den Baumstämmen haben wir eben schon 52 Baumstämme drin, sehr schön. Und damit hätten wir dann einen automatischen Vorrat an Zeug. Wir haben jetzt, den 12. Tag im Frühling. Machen wir nochmal schneller. Dementsprechend sollte es ja bald Sommer werden. Nach diesem Tag haben wir Sommer. Ich hatte ja erwähnt, jeder Monat hat 12 Tage in diesem Spiel. Und dann sollte es das erste Jagdbaby geben. Und dann bin ich mal gespannt, was es ist. Die Gnome flitzen alle ewig hin und her. Haben teilweise noch etwas längere Laufwege, aber es relativiert sich. Also sie müssen nur noch einen kleinen Schlenker herumlaufen. Diese blauen Dinger, die man übrigens sieht, stellen den Regen dar, von dem eben irgendwo stand, dass er fällt. Hier unten links. Ist ein bisschen lustig gemacht und ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwas bringt. Aber es regnet halt. Wie gesagt, man muss irgendwie Löcher füllen können und dann einen Brunnen bauen, selber manuell. Das soll gehen, ich habe es aber noch nie gemacht. Ich habe halt den Brunnen da hinten gebaut. Der funktioniert immer. Wenn sie in der Version nichts geändert haben, kann man sogar im Winter dort Wasser zapfen. Also soll mir der Brunnen und die Wasserversorgung, was das angeht, egal sein. Später lasse ich dann erst einen aus Erdbeerwein herstellen und das war's. Man kann jede Menge Früchte anbauen oder ernten. Allerdings bringt das praktisch gar nichts. Man könnte die Gnome monoton ernähren und ich glaube, das wäre schon am hilfreichsten. Man kann auch wie heißt das Ding? Die Pasture, die Viehweide ist, glaube ich, die passendste Übersetzung. So einen Trog reinstellen, wo dann der Rancher immer Stroh nachfüllt, aber dann kommt er dauernd dahin, um ein Stroh nachzufüllen und ansonsten bringen halt alle Gnome das Stroh hier auf das Strohlager und die Yaks fressen es von dort raus. Also ist es Quatsch, dem Rancher dafür extra Arbeit zu machen. Der soll die Tiere einfangen oder nachher schlachten oder irgendwo hin transportieren. So... Die Sonne ist untergegangen. Um 4 Uhr geht sie wieder auf.
Wir müssen mal schauen. Ich weiß gar nicht. Unser Königreich ist 2973 wert. Zweifle, dass das schon reicht, um weitere Gnome anzulocken, die dann, glaube ich, am ersten Tag im neuen Jahr, im neuen Monat kommen müssten. Aber das sehen wir ja gleich. Oh, wir haben wieder Leute, die nichts zu tun haben. Der Rancher und der Miner. Sehr schön. Das heißt, haben echt alle Baumstämme aus der Nähe aufgehoben? Nein. Das Lager voll für die Baumstämme. Das ist möglicher. Ja. Interessant. Das heißt, wir bauen erstmal nochmal zwei Kisten. Kisten. So. Und machen wir gerade vier Kisten. Dann können wir. Was passt denn rein? 32. 6 mal 32, 180, 192 Baumstämme hier drin lagern in dem bisschen. Ich glaube, das reicht so als kleiner Vorrat. Und dann bauen wir später noch eine Farm draußen und ja, das wird schon alles klappen. So, unsere Weizenfarm hat 88 Felder und 52 sind inzwischen besät. Ausgesät, wie auch immer. So, wenn ihr nichts zu tun habt, dann dürft ihr natürlich jetzt bitte weiter die Mauer bauen. Aus Dreck. In passender Höhe. Ist da noch irgendwas, was im Weg ist? Ich drehe mal die Karte. Es sieht so aus. Ah, eine Rampe. Rampen weg. So. Und dann bauen wir weiter Mauern. Rick. Belege, bin ich jetzt auf der richtigen Höhe? Ja. Sah etwas ungünstig getimt aus. Sieht irgendwie aus, als fliege die Mauer. Tut sie auch. Oder? Ja. Irgendwie hätte ich sie hier tiefer setzen müssen. Habe ich sie hier schon zu hoch gesetzt? Dreh mal die Karte. Irgendwas ist hier nicht richtig. Ja, hier geht's runter und das habe ich hier irgendwie komplett übersehen. Ja, das kommt vor. Solange ich es jetzt schon sehe und nicht nachher, dann ist das wesentlich weniger tragisch. Wieder die Rampen entfernen. Uff. Hier auch noch. Bisschen hier noch. Dann bauen wir hier neue Wände. Ah, jetzt sieht man es schön. Dann muss ich natürlich eins runtergehen und noch eins runter. Und. Huch, jetzt habe ich es gedreht, statt wieder raus zu zoomen. Egal. Jetzt ist die Wand auf der richtigen Höhe. Da muss natürlich keine Wand hin. Gut, dann lasse ich jetzt mal weiterarbeiten und dann schauen wir mal. Man kann natürlich irgendwo in der Nähe einen Militärposten trainieren lassen und bei dem dann eine Art Tür machen. Wenn dann irgendwas versucht reinzukommen, können die trainierenden Militärgnome direkt angreifen. Aber wir haben ja noch nichts, um sie auszurüsten. Das ist alles ein bisschen ungünstig. Dann brauchen wir noch eine Schmiede und einen Ofen, um Kohle herzustellen. Und es ist halt immer viel zu tun. Nichtsdestotrotz möchte ich hier hoffentlich bald aufhören, da die Zeit schon wieder stark vorangeschritten ist. Die Mauer jetzt noch fertig bekommen wir wahrscheinlich nicht, aber zum großen Teil zumindest.
Vielleicht schaffen wir es wenigstens noch, dass das Jagdbaby geboren wird. Das wäre gut. Das wäre praktisch das perfekte Ende. Aber ich glaube, so weit kommen wir nicht mehr. Das Jagdbaby wird wahrscheinlich im nächsten Let's Play einfach auf die Welt kommen und fertig. Und ich würde sagen, wir beenden es hier damit, dass wir es geschafft haben, Richtung Sommer vorzustoßen. So, gleich geht die Sonne auf. Wird automatisch gespeichert. Wunderbar. Noch nichts Neues passiert, außer dass der Viehechse gekommen ist. Wir haben hier die Fiber geliefert und wenn ich jetzt hier Bolt of Cloth herstelle, das wollte ich ja noch testen, sollte die hier hinkommen. Und das war, glaube ich, das mit dem seltsamen Namen. Nein, das heißt Bolt of Cloth. Wunderbar. Vielleicht wurde das geändert oder ich habe noch irgendeine andere Stufe davon im Kopf. Ich habe nur ehrlich gesagt keine Ahnung, wer Weaving im Repertoire hat. Aber das kann man ja schnell einschieben. Wir haben es ja am Anfang mit den Berufen gehabt. Hat irgendjemand Weaving, wo mir das drin vorkommt? Genau, bei Tailoring oder Weaving. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal noch schnell den Ranger machen. Er darf schon mal die Lederarbeiten machen. Dann darf er den Workshop als dritte Priorität nutzen. So. Erst die Tiere, dann die Kranken, dann im Workshop. Okay. Natürlich keine Ahnung, wo der Ranger ist. Der flitzt wahrscheinlich in der Gegend rum und macht was ganz anderes. Wäre natürlich nochmal gut rauszufinden, was er gerade tut. Wo haben wir unseren Ranger? Stellt einen Gegenstand her. Oh, perfekt, er ist schon unterwegs zur Werkbank. Man sieht es jetzt gerade. Wunderbar, also er hat sich hier so ein Wollebällchen geschnappt. Ne, Pflanzenfaser, macht ein Wollebällchen draus. Das sollte er dann hoffentlich hier lagern. Und damit würde ich dann das Let's Play für heute beenden. Oh! Boah! Wir haben Nachwuchs bekommen. 4 Gnome sind gekommen. Wunderbar. Das ist das perfekte Ende. Wir haben jetzt 4 Nomaden bekommen. Kleiner Wortwitz von Nomaden. Die sich unserem Königreich anschließen, denen können wir jetzt alle möglichen Berufe verpassen. Natürlich auch nachschauen, was sie können. Hier, den könnten wir zum Beispiel als Schwertkämpfer anstellen. Den noch eher. Axtkämpfer, Hammerkrieger, sonst was. Davon werden wir jetzt 2, 3 schon mal fürs Militär ausbilden. Das machen wir alles im nächsten Let's Play. Und dementsprechend würde ich sagen, noch einmal ganz kurz hier schnell vorankommen und wenn das erledigt ist, sind wir für heute durch. Dann weisen wir den anderen Leuten nächstes Mal Aufgaben zu, die jetzt faul da unten rumlungern, weil Nomaden nichts zu tun haben, bis man ihnen Berufe zuweist. Dauert ganz schön lange hier was herzustellen. Los, White Hunter, spinnen schneller! Ja? Das kann der gar nicht ordentlich. Ja? Gucken wir doch mal, was der für einen Wert in Weaving hat, dass er so lange braucht für einen einzelnen Pflanzenball. Mhm. 3. Na, ja. Okay. Er hat das Wort Spindel schon einmal in seinem Leben gehört. Und verstanden, dass sich das Ding dreht. Das war's wohl bei dem Skill. Sollte man vielleicht jemand anderes dafür einstellen, der das ein bisschen besser kann.
Ihr arbeitet jetzt stundenlang an einem Ding. Komm, das will ich heute noch draufkriegen. Das sind inzwischen schon mehrere Echtzeitminuten. Hallo, mach hin. Ich mache jetzt einfach aus Jux noch den Transporteur. Und er darf nichts außer Sachen transportieren. Und dann bekommen unsere ganzen Nomaden alle den Transporteurberuf. Das heißt, wenn irgendwas von A nach B transportiert werden soll, sind die alle schon mal direkt zur Stelle. So. Weil ich habe gesehen, dass die Holzkisten alle fertig geworden sind. Und dann können da bestimmt noch einige Baumstämme rein. Und da auf der Karte noch einiges an Holz rumliegt, sollen die sich gefälligst mal die Füße wund laufen und das Zeug da rein transportieren. Wir brauchen übrigens wieder jede Menge Namen für die Gnome. Oh, er ist, glaube ich, fertig geworden. Hoffe ich mal und will nicht nur zwischendurch so schlafen. Aber das betrachten wir nächstes Mal. Ich möchte jetzt abschließen, wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dann, euer McFisto. Ciao.